Ja, hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergartenblog. Heute bin ich im Großraum Eichstätt unterwegs. Heute ist es mal wieder ein besonderer Wintergarten mit vielen Anforderungen an mich. Das Ganze ist vom Bauherrn ein bisschen ein Glücksfall gewesen, dass er mich gefunden hat, weil er hat sich aus dem Traum Wintergarten eigentlich schon verabschiedet gehabt. Das heißt also, sprich, das Problem war eigentlich das Fundament darunter. Da hat er mit mehreren Baufirmen geschmatzt und sagt, es ist unmöglich, hier irgendwie eine vernünftige Wintergartenplatte zu schaffen, weil wir haben eine Besonderheit hier, das heißt praktisch hinter uns, wo der Wintergarten steht, sind zwei Wasserzisternen und wir haben ein starkes Hanggrundstück, das hängt alles ein bisschen auf die rechte Seite von euch aus gesehen runter und die Baufirma, die wir da gehabt hat, die haben gesagt, das haut alles nicht so hier, also das schaffen wir es nicht. Wer uns kennt, der weiß, dass wir für alles eine Lösung haben. Wir haben hier jetzt unser Schnellbausystem aus Stahl eingesetzt, das heißt, wir haben jetzt auch die Höhe hinten super, super schön abfangen können. Und haben die beiden Zisternen mit dem Stahl überspannt und haben es noch geschafft, dass wir praktisch zwei Zugänge für die Revision und beziehungsweise für die Pumpen in den Zisternen, selbst an die kommt man ran, obwohl das ja ein warmer Boden ist mit Fußbodenheizung, da haben wir dann zwei Klappen eingebaut, um da einfach eine Revision in der Zisterne zu ermöglichen. Der Wintergarten an sich selber, wie man jetzt so sieht hinter mir, der ist breiter als das Haus und dadurch haben wir praktisch ein Pultdach gebaut und eine Abwalmung seitlich. Das hätte jetzt fast nicht rausgebracht. Also wir haben seitlich eine Abwalmung gebaut, um das Haus an der Hinterseite wieder einzufangen. Wir haben dann zur Straßenseite hin haben wir ein geschlossenes Mauerwerk als Sichtschutz gebaut mit einer Oberlichte. Und der Wintergarten hat eine sehr, sehr schöne Größe, finde ich. Wir haben also 9 Meter Breite und so 3,60 Meter, 3,80 Meter Bautiefe. Und das ist wirklich sehr nutzbar. Also der Bauherr selber sagt, also er hat zwei gleiche Tische. Einer steht im Esszimmer, einer steht draußen im Wintergarten. Und da kann dann die ganze Familie eigentlich mal richtig schön tafeln, wenn er zwei Tische herstellt. Wir haben dann zum Haus hinten auch die Bestandstüren rausgemacht, haben dann Glastüren eingebaut, also Zimmertüren. Eins davon ist eine dreiteilige Schiebeanlage, eines ist eine normale Drehtür. Ich habe mit ihm gesprochen, wie oft dass er die Türen auf und sagt, also die Schiebeanlage, die steht relativ häufig auf. Er macht es aber tatsächlich zu, wenn einfach zwei unterschiedliche Veranstaltungen sind. Das heißt, wenn jemand Fernseher schauen möchte und draußen wer geratscht oder irgendwas anderes im Wintergarten, dann schließt er diese dreiteilige Anlage einfach aus Schallschutzgründen. Und im Winter gibt es auch mal so eine Situation, dass man es manchmal zumacht, weil dahinter liegt nochmal ein Treppenaufgang und dann kommt es zum Zugerscheinungen von der Thermik her und dann macht das manchmal zu. Aber im Großen und Ganzen steht es eigentlich die meiste Zeit auf. Der Wintergarten selber, der ist in Holz-Aluminium gebaut. Innen haben wir einen Farblos, außen haben wir Farbe 9007 gemacht. Ansonsten hat er, wie gesagt, eine Vollausstattung mit Außenmarkisen, mit Raffstoren. Das Problem, was wir noch ein bisschen gehabt haben, das war dieser Walm mit den schrägen Scheiben. Ich habe ihm da Sonnenschutzglas eingebaut. Das ist von der Hitze her schon mal sehr gut, aber wir haben keinen Blendschutz nicht drin in dem Sonnenschutzglas. Und da war mein Gedanke, es eigentlich mit Innenplissieranlagen nachher als Verschattung zu montieren. Das hat den Geschmack von Bachern also gar nicht getroffen. Dann haben wir gesagt, ja, sage ich, es ist schwierig. Wir haben dann keine richtige Lösung nicht. Ich komme jetzt her, wir haben das vor 4 Jahren gemacht, das Objekt ungefähr. Und er hat jetzt so also Folien, die man innen am Glas entlang fahren kann, gekauft bei der anderen Firma. Ich selber bin auf diesen Foliengedanken jetzt nicht gekommen, weil ich den eigentlich aus meinem Kopf schon rausgestrichen gehabt habe. Das heißt, wir haben mal einen Wintergarten gemacht, der nur so Innenverschattungen gehabt hat, mit lauter Dreiecken und das ist komplett schief gegangen, das Projekt. Also der Hersteller hat uns diese Anlagen zweimal geliefert, weil es beim ersten Mal überhaupt nicht funktioniert hat, beim zweiten Mal haben sie ein bisschen funktioniert und in der Zwischenzeit sind sie schon wieder kaputt. Ne? Und natürlich so eine Erfahrung als Handwerker, den nimmt man einfach mit und sagt, okay, ich muss das nicht verkaufen, nur damit es verkauft ist, sondern es sollte wirklich funktionieren und ich will auch nicht immer geschimpft werden. Darum habe ich dieses Folienthema eigentlich nicht so im Radar gehabt. Sie haben es jetzt gekauft, das ist eine Firma aus dem Bodensee, da kriege ich noch die Adresse. Weil wenn es funktioniert, bin ich auch natürlich wieder dankbar, dass man da wieder mal eine Lösung hat für Sachen, die wo einfach dann auch am Kunden wieder weitergegeben werden können. Und die Folien, die haben einfach lösen einfach dieses Problem mit der Blendung. Ich finde, dass sie ein bisschen zu nah am Glas montiert sind, weil da muss man aufpassen, dass man das Glas dann nicht zu sehr der Hitze aussetzt. Man müsste ein bisschen mehr Luft machen, meiner Meinung nach. Aber das zeige ich eigentlich nachher, weil es sonst da zum Glasbruch kommen kann. Aber es ist für die Sachen, die wo mir eigentlich mal ein bisschen Bauchweh machen, eine super Lösung. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, dadurch eine Firma gefunden habe, die wo das kann, schau mal, bringt mich auch weiter. Ich nehme jetzt dann die Kamera wieder auf, das Bild kennt ihr ja, gehe durch den Wintergarten durch, erzähle dann zu jedem Problem, zu jeder Ecke irgendwas und dann schauen wir, dass wir da eine Lösung finden. Oder einen Ansatz, wie wir das Ganze dann umgesetzt haben, so muss ich es eigentlich sagen. So, jetzt gehen wir mal rein. Also dann hole ich mich wieder.
So, also jetzt zeige ich euch mal diese Walmdachkonstruktion. Das ist praktisch hier, wo das über das Haus rausgeht. Am Haus ist da so ein Anbau mit dran. Da sieht man jetzt die Wand zum Nachbarn oder zur Straße raus. Haben wir kleine Oberlichter als Lüftungsflügel noch ausgestaltet, damit wir auf der Seite auch einen Lüftungsflügel haben. Geht diese ganze Queroberlichte auf und damit das Ganze einfach ein bisschen Wintergarten leicht bleibt, haben wir vorne im Eck auch noch eine Festvergrasung runtergemacht, wo jetzt die große Pflanze davor steht. Und jetzt gehen wir mal so rüber. Gehen wir einmal durch den Wintergarten durch. Also ist ja wirklich eine super tolle Geschichte hier, weil alles natürlich grünt und blüht. Also es ist wirklich ein Traum, wenn man das so schaut und wie die Pflanzen wachsen. Es ist unglaublich toll. Hier sieht man den Lüftungsflügel von innen und die Hebeschiebetür. Die ist jetzt voll pflanzengestellt, aber wie gesagt, zum Lüften wird sie ja hergenommen. Da sieht man jetzt die Glastüre, eine dreiflügige Glastüre, eine Innenraumtüre. Sie ist schwellenlos nach unten gemacht worden, das heißt praktisch, hier gibt es keine Barriere nicht. Und habe hier dahinter das Wohnzimmer und die Türe, wie gesagt, wird zugemacht, wenn es wirklich mal unterschiedliche Funktionen im Raum gibt oder angrenzenden Raum, dann wird die Türe geschlossen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben hier noch die Stromschiene erinnert. EasyTech, super tolle Geschichte. Also es ist eigentlich ein Traum, Wintergarten. So, Orchideenbaum kriegen wir auch noch drauf. So, das hier ist praktisch jetzt einmal der Blick vom Wohnzimmer raus in den Wintergarten. Also es lohnt sich immer, eine Öffnung zu schaffen, weil einfach dann der hinterliegende Raum einfach vom Wintergarten profitiert. Ist also auch wieder da. Da tut das Wohnzimmer komplett vom Wintergarten profitieren. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr rausgemacht, aber wir haben noch nicht können, weil da oben der Ringanker vom Hausdach läuft. Also wir sind also von der Höhe her gebunden gewesen. Ansonsten hätte man das noch ein bisschen höher rausnehmen können. Hier sieht man jetzt den barrierenfreien Übergang von der Schiebetüre. Und hier haben wir noch die normale Glastüre ins Haus rein. Da war eine Terrassentür drin, die haben wir noch mal mit rausgenommen. So, ich lasse jetzt einmal diese Folien losfahren. Die sind dann nachträglich auf eine Fernbedienung gelegt worden, damit man da ein bisschen einen Eindruck hat, wie sich die Lichtverhältnisse und auch die Verschattung hier ändern. Ich selber bin ganz begeistert so von der Lösung her. Also wenn die Technik funktioniert, wenn ich da die Adresse dann haben kann von dem Lieferanten, der wirklich sagt, das ist zuverlässig, bin ich selber ganz begeistert, wenn es wirklich dann auch so klappt. Weil ich habe die Alternative mit Plissés gehabt, das waren leider so gespannte Schnürchen sind. Und das ist wirklich von der Technik her ein Hauch von nichts, man sieht die Schnüre kaum. Und ich habe den Blenddruck einfach weggebracht. Und das ist eigentlich doch eine ganz elegante Lösung, um solche Abwalmungen, Gradspannlösungen einfach hier das Blenden rauszukriegen. Wie gesagt, ich selber hätte es ein bisschen weiter weg vom Glas montiert, weil der Abstand zum Glas mir ein bisschen zu nahe ist. Der ist irgendwo, sag ich mal, 3-4 cm gewählt worden. Und da kann es schon sein, dass einmal eine Scheibe bricht. Das heißt also, wir können jetzt ein bisschen Glück haben, weil wir da seitlich immer, schauen wir mal, was drauf bin. Da haben wir immer ein bisschen einen Spalt von der Konstruktion her auch um, haben wir ein bisschen Luft drin. Das heißt praktisch, das schließt es nicht ganz an und dadurch kann ein bisschen Zirkulation entstehen. Das müsste auch dann unten ein bisschen weg sein. Ja Gott, da ist es ziemlich nah hingegangen. Also es geht ein bisschen weg, weil das Kabel hinten da durchgeht. Das ist vielleicht der Grund, warum wir hier keine Probleme haben mit dem Glasbruch. Bloß wie gesagt, man muss da aufpassen, dass da nichts passiert. So, dann haben wir das Ganze nochmal wieder auf. So. Jetzt zeige ich euch noch die Öffnungen im Boden. So, so jetzt schauen wir mal, ob wir es drauf kriegen, so dass das irgendwie funktioniert. So. Das hier ist praktisch, wo man sieht, dass da in der Fliese keine Fuge drin ist. Das ist also nicht vergessen worden, die Fuge, sondern darunter ist ein Revisionsschacht, wo er an die Zisternen rankommt und da, wo der Teppich liegt, darunter müsste die zweite Klappe sein, schauen wir mal. Genau, also hier unter dem Teppich ist der zweite Revisionsschacht, auch aus Solnhofener Fliesen gemacht.
Die Kunst, diesen Deckel anzufertigen, war, dass er auch noch bewegbar ist, dass man rausnehmen kann, dass er aber auch dampfdicht ist, dass er von der Isolation her passt. Außen drüber legt er die Fußbodenheizung, also dass man einfach dieses ganze Thema warm, kalt durch eine Klappe erschlagen können und abarbeiten können. So. Jetzt aktuell hat die Steuerung eingegriffen, die Wintergartensteuerung. Hat jetzt den ganzen Wintergarten hier teilverschattet, so wie es dann praktisch programmiert worden ist, also hinterlegt worden ist. Es ist also ein wunderschöner, lichtdurchfluteter Raum geworden. Super, muss ich echt sagen, begeistert mich. Ich bin immer richtig geflasht. Also es ist wirklich ein toller Wintergarten. Da hat es mich gefreut, dass ich kommen dürfen, weil es einfach das wirklich ist. Man kann da die eigene Leistungsfähigkeit schon unter Beweis stellen, wenn man sowas Tolles auch bauen darf als Handwerker. So, jetzt von der Seite her, da sieht man dann das Gefälle hier. Und da war praktisch die Thematik hier. Da hinter dieser angerichteten Mauer, da haben wir unsere Schnellbaufundamente mit 3 Meter runtergeschraubt, damit wir einfach hier irgendwo wieder auf einen festen Untergrund kommen. Und das hat, wie gesagt, mit diesem Schnellbaufundament super funktioniert. Der Garten ist nahezu Tastproblem, das heißt praktisch, so wie es jetzt ausschaut, hat es damals auch ausgeschaut. Wir haben also nicht mit dem Bagger irgendwie alles weggerissen, man hat es geschaltet und betoniert, sondern wirklich einfach hintergetragen und geschraubt. Und den Garten haben wir hier nicht zerstört. Auf der Seite sieht man jetzt auch nochmal eine Hebeschiebetür mit einem französischen Geländer. Den nehmen wir also sehr gerne zum Lüften her, diese Querlüftung, die Türe. Nehmen wir rüber, dass der Baum ein bisschen rausgeht. Da sieht man die Hebeschiebetür von außen mit einem französischen Geländer. Oben drauf ist der Lüftungsflügel. Wenn ihr eine Frage habt zum Wintergarten, zum Fundament, egal zu was, dann einfach an die harald.eberl@wintergarten-eberl.de oder an info@wintergarten-eberl.de. Ansonsten sehen wir uns einfach die nächsten Blogs. Danke, servus!